Hallo, hier ist wieder Antje von der Stempelinsel. Ja, ihr seht Regenbogenfarben und wir nähern uns ja nach dem Osterfest der Kommunion- und Konfirmationszeit. Und ich bin heute und auch in dem nächsten Video, glaube ich, muss mal gucken, wie ich das zeitlich taktiere, wollte ich euch noch mal kurz ein paar Vorschläge machen oder in dem Fall einen Kartenvorschlag für eine Kommunion- oder auch Konfirmationskarte. Und ich greife dabei zurück auf das Set Feierliche Fische. Das habt ihr hier. Dazu gibt es ja auch die passende Handstanze. Und das verlässt uns ja leider zum Sommerkatalogwechsel so hin. Und ja, ich wollte es euch einfach aber nochmal ans Herz legen. Und ja, Regenbogenfarben war gerade schon ein Thema. Auch ihr wisst, ich komme aus der Ecke der Wesermarsch oder aus der Wesermarsch. Dort lebe ich. Und wir hatten dort doch tatsächlich in Bohave, deshalb einen ganz lieben Gruß an alle Budienter, die mir hier an der Stelle zuschauen, einen kleinen Disput bezüglich einer Regenbogenflagge. Und da haben wir alle ziemlich viel Flagge gezeigt. Und deshalb an der Stelle, ich musste etwas schmunzeln, als ich dieses Papier vorhin rausgesucht habe und habe gedacht, an dieser Stelle schöne Grüße an euch. Wir arbeiten heute mit der Regenbogenflagge und ja, bringen das auch tatsächlich in kirchlichen Zusammenhang, nämlich in Bezug zu einer Kommunion oder einer Konfirmation. Und in dem Sinne bleiben wir heute bunt und das ist auch wichtig so, dass wir in der Gesellschaft bunt sind. Ich arbeite auch deshalb mit bunten Farben. Ich habe mir herausgesucht einmal den grünen Apfel, dann Karibikblau, Orchideenlila, Kürbisgelb, dann habe ich hier Mangogelb und einmal Glutrot. Einige Farben verlassen uns auch an der Stelle, zum Beispiel auch unser Mangogelb. Aber das werde ich hier heute nochmal verarbeiten. Ja, Regenbogen, das seht ihr, die Farben sind da. Und wir gestalten jetzt sechs Karten. Ich habe hier schon mal Papier vorbereitet. Das hat das grundweiße Format von 9 x 13 cm. Das habe ich mir sechsmal vorbereitet. Und wir schneiden uns jetzt das Designerpapier noch zurecht. Und ihr wisst ja, ich habe eine Trägerkarte immer, das kommt gleich auch noch, von 14,85 x 21, gefalzt bei 10,5 cm. Und damit das mit dem Designerpapier schön aufliegt, sollte das auch ein bisschen zu sehen sein. Deshalb habe ich jetzt diese Grundweiß etwas kleiner gewählt. Ich schneide mir jetzt das Designerpapier zurecht auf 10 cm und da achte ich jetzt auf den Farbverlauf. Also ich schneide mir hier 6 10 cm Streifen heraus. Ich kriege also einmal auch 6 Karten aus einem Designerpapierbogen. Beim Designerpapier habe ich übrigens Blumen des Glücks oder Blüten des Glücks genommen. Da habt ihr hier die Blumenseite und hier die bunte Seite. So, das sind meine 10 cm Streifen, die ich mir jetzt zurechtschneide auf 14,3 cm. Und ihr seht, da bleiben dann immer so kleine Stücke über. Das sind 6 Designerpapieraufleger. Und jetzt brauchen wir noch unsere Grundkarten. Dazu nehme ich Grundweiß. Und da kriege ich ja immer aus 2 Blättern eine Karte. Das heißt, ihr braucht 3 Blätter in Grundweiß. Einmal halbiert, 14,85 cm und dann gefalzt. So, das ist erstmal die Vorbereitung für die Kartenzuschnitte. Das heißt, ihr habt dann am Ende auch einen ganzen Batzen an Kommunion- oder Konfirmationskarten. Ich werde das tatsächlich halbieren. Ich werde also eine Hälfte für Kommunionkarten nutzen und die andere Hälfte für Konfirmationskarten. Das ist bei euch natürlich, je nachdem, wie ihr das benötigt, auch anders umzusetzen. Ihr habt beide auf oder beide Stempel hier in dem Stempelset, einmal zur Kommunion und einmal zur Konfirmation. Ihr habt hier sogar noch einen Einladungsstempel dabei, was äußerst selten ist, so bei Stampin' Up. Insofern finde ich das auch sehr, 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 sehr schade, dass dieses Set
uns verlässt. Aber ja, dafür kommen auch schöne neue Sets, das ist ja auch richtig. Aber ich möchte es euch hier einfach nochmal zeigen. Ihr seht diese verschiedenen Farben und ich habe jetzt diese Stempel, die haben wir ja hier noch. Die legen wir jetzt einmal auf unsere Acrylblöcke, die ich hier vorbereitet habe. Das sind ja drei Fische, die ich habe. Und hier noch der kleine runde. Und ich habe ja meinen Stempel einmal zur Konfirmation und einmal den zur Kommunion. So, das habe ich jetzt vorbereitet. Ihr könnt natürlich auch noch hier diese Hinterlegung machen mit den Wellen. Das ist sehr schön. Oder hier diese Äste oder diese, ja, dieses Seegras oder Seepflanzen sollen es sein. Ich beschränke mich aber jetzt nur auf die Fische. Und ja, im Sinne der Regenbogen fange ich dann auch an, diese Farben soweit zu verwenden. Was ihr euch auch bereitlegen solltet, ist auf jeden Fall das Reinigungskissen, weil wir den einen oder anderen Stempel in verschiedenen Farben auch benutzen. Und ich beginne mal mit Glutrot. Nein, ich beginne nicht mit Glutrot, ich beginne mit dem Spruch, weil das uns doch dann eine andere Möglichkeit nochmal liefert. Und den stempel ich jeweils in Orchideenlila. Und den setze ich immer hier oben in die Ecke. Das heißt, ich richte das jetzt hier mal nochmal aus. Einmal zur Kommunion. Den setze ich hier oben jeweils in die Ecke. Und das gleiche zur Konfirmation. Das lassen wir einmal trocknen. Da haben wir nämlich unseren Spruch schon einmal fertig. So, jetzt machen wir aber weiter mit dem Glutrot. Damit geht es los und da stempel ich einmal hier diesen Fisch. Ich zeige ihn euch mal hier auf dem Cover. Da ist er. Den nehme ich jetzt einmal und den stempel ich einfach mal in diese Richtung. Das Ganze macht ihr auf jeder Karte. Und ihr seht, dieser tolle Effekt, den dieser Fisch hat. Ich finde ihn einfach schön. Den Stempel einmal bitte reinigen. Den brauchen wir gleich nochmal für eine andere Farbe. Jetzt nehme ich unseren größeren Fisch. Das ist der mit dem dicken Bauch, so nenne ich ihn mal. Das ist dieser hier. Den stempeln wir in Kürbisgelb in eine andere Richtung. Das heißt, den drehen wir in die Richtung. Unterhalb unseres roten Stempels setze ich den. Damit ist der auch fertig. Den müsst ihr auch einmal reinigen. Den brauchen wir gleich auch einmal nochmal. Wir machen weiter mit Mango Gelb. Eine Farbe, die uns verlässt. Dann nehmen wir jetzt wieder. Ah ne, dann nehmen wir jetzt mal diesen. Den kleinen können wir jetzt mal nehmen. Und setzen den mit dem Blick nach links hier hin. Immer die Farben schön antrocknen lassen, wobei das relativ schnell geht. Den brauchen wir gleich auch nochmal. Und jetzt nehmen wir wieder unseren Bäuchlingsfisch, das war dieser hier, und den stempeln wir in Apfelgrün. Den setzen wir dahin. Der schaut wieder in die Richtung.
Den brauchen wir jetzt nicht mehr, der kann dann erstmal weg. Wir machen weiter mit Karibik Blau. Dazu nehmen wir wieder unseren kleineren Fisch, der wieder auch in die gleiche Richtung schaut wie beim ersten Mal, als wir den Stempel benutzt haben. Und ganz zum Schluss brauchen wir noch mal unseren kleinen Fisch. Den habe ich hier, der ist auch sauber, genau. Und den stempeln wir wieder mit unserem Orchideenlila. Damit hatten wir ja schon unseren Spruch gestempelt und setzen ihn dann in die Richtung. Man kann aber auch mal probieren. Ich probiere es mal einfach hier, ihn in die Richtung zu setzen. Das geht also auch. Ich variiere das dann mal so ein bisschen. So kann man schon sehen, wie schön bunt unsere Karte wird. Und ja, ihr lasst das Ganze ein bisschen antrocknen und dann können wir die Karte schon fertig montieren. Dazu nehme ich jetzt unser buntes Designerpapier und ich setze die gedruckten Elemente einfach nur vorne drauf. Das ist ein bisschen schief. So, und das Ganze muss jetzt eigentlich nur noch auf unsere Trägerkarten montiert werden. Kurz anziehen lassen. So. Ich zeige sie euch mal alle hier. Also ihr habt in kürzester Zeit mit diesem Set mit 6 Farben, schönem Designerpapier, ganz tolle und ganz schnelle Kommunion- oder auch Konfirmationskarten hergestellt, je nachdem, wofür ihr sie benötigt. Ihr könnt die Stempel austauschen, ihr könnt die Farben natürlich auch austauschen. Aber gerade an der Stelle, wie gesagt, unsere Welt ist bunt, das ist auch gut so. Und ich finde, man kann das auch zu diesem Anlass noch einmal zeigen. Ja, das war meine ganz schnelle Kartenidee für heute. Ganz schnell gezaubert, 6 Kommunion-Konfirmationskarten. Und ja, ich hoffe, ich habe euch da eine kleine Inspiration gegeben. Und bis wir uns wiedersehen, bleibt kreativ und die besten Grüße nach Burgjading. Tschüss!